Hast du dir auch schon öfters mal den Gedanken über den göttlichen Plan gemacht? Und wenn du die Zuschauerin bist, die uns diese Fragen geschickt hat, dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du dann nachträglich dann in die Kommentare reinschreibst. Denn heute geht es genau darum. Bevor wir darüber aber weiterreden, erstmal sei mir ganz herzlich gegrüßt. Schön, dass du wieder da bist und wir gemeinsam grüßen in die Schweiz unseren lieben Boris. Grüß dich, Andreas. Heute geht es um folgende Frage. Was ist der göttliche Plan und was ist denn der göttliche Wille? Und dann ist die Frage, gibt es das überhaupt? Und dann haben wir noch weitere Fragen, da gehen wir dann aber später drauf ein. Der göttliche Plan, vielleicht guckst du dir mal den Film an, Der Plan. Der ist nämlich sehr interessant und da wird das, wenn auch menschlich, aber sehr gut erklärt. Das mal als kleiner Tipp am Rande. Ich persönlich bin sogar überzeugt davon, dass es einen göttlichen Plan gibt. Wobei, wie göttlich ist der Plan? Gute Frage, ne? Also, wenn ich, also meine Seele, sich den Plan für dieses Leben zusammen mit der geistigen Welt ausgeguckt hat, dann habe ich das ja letztendlich zusammen mit dem Göttlichen gemacht. Denn Gott ist kein Wesen, das sich dann dazusetzt, sondern Gott ist ein Seinszustand, in dem wir ja sind, wenn wir in der geistigen Welt sind. Also ist der Plan automatisch auch göttlich. Wie genau halten wir uns jetzt an den Plan? Wenn ich mir meinen Lebensplan mal angucke, ich war früher von Herzen DJ, dann Tontechniker, dann habe ich EDV-Dozent gemacht und dann war ich Fotograf. Das hast du schon mal gehört. Und wenn du die drei Sachen mal zusammenzählst, du brauchst für ein gutes Video einen guten Ton, du musst mit dem Computer umgehen können und du musst einen fotografischen Blick haben, um Videos machen zu können. Also war mein ganzes Leben Vorbereitung auf das, was ich jetzt tue. Und genau diesen Plan habe ich mir zurechtgelegt, zusammen mit den Menschen, die mir dann immer begegnet sind, die wichtig waren oder die Partner, Partnerinnen bei mir waren. Das ist meine Sichtweise. Boris, wie siehst du das? Ich sehe es immer einfach. Das ist gut. Ich suche immer die Vereinfachung. Ja, vom Menschlichen aus versuchen wir natürlich einen Plan vor uns zu sehen. Man kann sich das vorstellen, dass die Begegnungen, dass das alles geplant ist. Bestimmt ist einiges vorgegeben und möglich. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir ja geistige Wesen sind, dass wir schon vor diesem Erdenleben existiert haben, also Reinkarnation gibt, dass es eine geistige Familie gibt, und dass es irgendwo eine Kraft gibt, die wohl in uns selbst existiert, die den Weg oder die Anziehung erzeugt. Also es gibt etwas in uns, das sagt, mach das oder mach das nicht. Von dem aus gesehen muss man sagen, gibt es doch etwas Richtiges und etwas Falsches. Und es gibt Menschen, die meinen, es ist egal, alles ist richtig. Ich glaube, man kann alles machen. Aber ob es richtig ist und ob es sich auch richtig anfühlt, ist dann wieder ein anderes Thema. Wenn man das ja nicht mehr fühlt, dann kann man alles machen. Aber wenn man eine ganz feine Abstimmung auf sein Inneres wahrnimmt, das ist bei mir so, dann spüre ich sehr schnell, wenn etwas nicht stimmt. Und das bezieht sich dann auch schon auf die Tagesgestaltung. Am Morgen wach werden, ja, mache ich jetzt, gehe ich jetzt raus, Fahrrad fahren, das Wetter ist gut oder gehe ich jemanden besuchen. Es gibt ja auch dort eine klare Anleitung, also vom Inneren, das sagt dir, nee, mach das nicht. Und je mehr und je näher man sich selber ist, desto schmaler wird sozusagen ja auch der Weg und die Ablenkungsbandbreite verringert sich. Also wenn wir jetzt mal die Frage stellen würden, Gott, die liebende Gegenwart, kennt nur die eine Ordnung und sieht uns ja auch nur in dieser einen vollkommenen Ordnung. Wenn wir von dieser Ordnung abweichen, können wir das überhaupt? Das wäre ja auch eine Frage. Können wir überhaupt von der Ordnung abweichen, wenn wir doch immer alle in Gott sind? Ja, es gibt verschiedene Ebenen. Und wenn
Wenn es zugelassen wird, dann kann ich auch Dinge tun, die vielleicht nicht so schön sind. Das Göttliche lässt es zu. Das wären dann meine Erfahrungen. Also in dieser vollkommenen Ordnung gibt es eine tief innewohnende Kraft. Sagen wir mal so wie die Sonne, der alles entgegengeht. Das Leben streckt sich nach dem Licht. Und das ist für mich der Plan, dass wir alle zum Licht hingehen. Aber du wirst den Weg anders gehen als ich und jeder einzelne Mensch wird wieder seinen eigenen sozusagen Plan haben, wie er dorthin kommt. Und ich glaube, das ist der große Konflikt, dass die Menschen denken, ja, es gibt ja nur Gott. Dann kann ich ja eigentlich gar nie falsch sein oder falsch gehen. Aber es gibt ein klares Gefühl, das dir sagt, da stimmt was nicht, es fühlt sich nicht gut an. Könnte man auch sagen, ja, das gehört auch dazu, es gehört einfach alles dazu. Jetzt, wie kenne ich es? Wenn ich von meinem eigenen Weg, von meinem Licht abweiche, dann tut es weh. Und ich werde darauf hingewiesen, wieder meine Aufmerksamkeit auf das Licht zu lenken. Und was ist Gott? Gott ist für mich die Fülle vollkommener Glückseligkeit. Und in diesem großen Schöpfungsraum gibt es die verschiedensten Schwingungsfelder. Und das Göttliche gibt uns eine Möglichkeit, diesem vollkommenen Licht gewahr zu sein und diesem Licht zu folgen. Und das wäre für mich der königliche Weg. Der andere Weg ist, dass ich sage, Gott interessiert mich nicht, ich lebe, was mich gerade anzieht. Und dann, ja, kann man das auch machen. Man muss einfach dafür die Konsequenzen tragen. Es ist alles im göttlichen Raum, das stimmt. Und das wird auch zugelassen. Ich kenne das auch. Ich könnte mich aus einem bestimmten Feld herausbewegen. Und man kann sich auch ein bisschen was erlauben. Aber dann kommen klare Hinweise, die sagen, mach das nicht. Und es fühlt sich dann auch so an, dass es besser ist, es nicht zu tun. Und dahinter verbirgt sich so etwas, ich sage in Anführungsstrichen, wie ein Plan. Das ist für mich einfach die Ordnung. Die Ordnung sieht uns auf unserem Weg hin zum vollkommenen Erkennen darüber, wer wir selber sind. Weil ich glaube, dass die Absicht des Lichtes die ist, dass alles blüht. Wenn ich jetzt zum Licht hingehe, dann blühe ich auf. Und ich glaube auch, dass durch die Zuwendung des inneren Lichtes, durch das Beobachten des inneren Lichtes, alles, was nicht mich zum Licht führt, spürbar wird und erkennbar wird. Und ich treffe eine Entscheidung, ob ich das will oder ob ich das nicht leben will. Und darin werde ich immer wieder geprüft. Ich glaube, das sind unsere Prüfungen. Und in diesem großen, lichtvollen Sein, glaube ich, wenn wir davon ausgehen, Gott ist vollkommen, dann ist diese Vollkommenheit ja in uns. Also allein von der Logik her würde ich sagen, sieht das Göttliche uns immer als vollkommen an. Und der Schmerz ist subjektiv. Das ist also meine Scheinwelt, die ich mir selber erschaffen habe, meine Illusion, weil ich nicht darauf gehört habe, als etwas sagte, lass es besser. Es ist vielleicht verlockend, aber es ist besser, du lässt es. So verstehe ich diese Ordnung. Und das Ziel ist, dass wir alle in dieser vollkommenen Ordnung hier auf der Erde leben.
Wann sich das verwirklicht, ist unbestimmt. Das ist wie das Ziel, wenn du eine Pflanze in den Boden setzt, ist das Ziel, dass sie wächst, dass sie irgendwann Früchte trägt. Und so ist in uns das Ziel, dass wir irgendwann uns vollkommen in Gott erkennen. Und das Geschenk ist, dass wir in diesem vollkommenen Sein bleiben. Ich nenne das mal Paradies oder die Seligkeit oder das Nirvana. Vielleicht ist das Nirvana noch höher als das Paradies. Paradies heißt ja Nebenreich. Aber daher mit Ordnung. Wir haben viele Möglichkeiten, unser Leben zu entscheiden und zu sagen, das tue ich, das mache ich nicht. Ich könnte auch jetzt den Computer zuklappen und könnte sagen, nee, ich kann ja machen, was ich will. Aber ja, theoretisch könnten wir ja alles machen. Aber was hält mich denn dann davon ab? Mein Streben nach Licht. Nicht mein Benehmen, sondern meine Haltung, mein authentisches. Darin ist eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe. Und diese Aufgabe zu erfüllen, bedeutet, Gott zu folgen. Deswegen machen wir das. Deswegen machst du fleißig deine Videos. Ja, ich glaube, dass du das deswegen machst. Und ich mache meine Aufgabe, weil es in mir eine Kraft gibt, wie ein Licht, dem ich folge. Und das ist Bestimmung. Und in dieser Ordnung gibt es eine Bestimmung für uns. Und immer wenn wir von ihr abweichen, weichen wir vom Angebot des Lebens ab. Und ich glaube, weil es eben Liebe ist, stellt es uns das frei, dass wir diesem Angebot folgen. Und interessant ist, je näher man diesem Licht in sich kommt, wird man auch, ja, ich will nicht sagen wählerischer, aber man wird auch wählerischer, natürlich, aber man wird auch klarer, was man wirklich will und was man nicht will, was einem nicht gut tut. Man spürt das, und je mehr man in der Liebe ist, will man immer mehr in der Liebe sein, und man wird immer besser spüren, das führt mich nicht zur Liebe, das ist Ablenkung. Also das Leben sortiert sich ja dann völlig neu. Was vorher noch reizvoll und toll war, das ist auf einmal gar kein Thema mehr, weil du für dich klar weißt, nee, das wird mich nicht zu meinem Licht führen. Und das heißt, dass ich in Übereinstimmung mit Gott bin. Und ich glaube, der Plan an sich ist nicht genau der Weg, dass das jetzt alles genau so abläuft. Das sind Möglichkeiten, dass das so abläuft. Aber es kann auch anders ablaufen. Aber die Ordnung ist, dass ich dieser vollkommenen, liebenden Gegenwart bewusst bin und zur Liebe finde. Und dabei all das loslasse, diese Angebote des Lebens überwinde, um dann mich selbst zu erkennen. Nun kann man dem Weg nicht vorauseilen. Ich kann das nicht, weil ich das gelesen habe. Könnte man auch sagen, ja okay, dann lasse ich jetzt das alles los, aber das wird nicht funktionieren. Einige Erfahrungen brauchen wir, um aus der tiefen Überzeugung und auch aus der Liebe heraus, das ist ja sehr wichtig, dem Göttlichen zu folgen. Wir können das nicht machen, weil wir das nur gelesen haben, weil dann fehlt etwas. Wenn ich es aber aus der Liebe mache, also aus gewissen Erfahrungen, dass ich erfahre, vor allem die Erfahrung, dass ich spüre, die Erfahrung, dass ich göttlich bin und ich erfahre darin mein wahres Wesen. Diese Erfahrung ist die wichtigste. Es gibt auch menschliche Erfahrungen, dass etwas heiß ist, dass es kalt ist, dass es gut ist, dass es schmackhaft ist und so weiter. Dass es einem ja Spaß gemacht hat, Weltumsegelung, die meine ich nicht. Das ist Fun, das kann man auch machen. Aber die Erfahrung, wer wir wirklich sind, ist die essentiellste. Und dann wird der Weg plötzlich ganz schmal. Und das kennen wir, wenn man auf diesem schmalen Weg ist, dann will man sich auch nicht mehr ablenken. Und man beginnt das Göttliche, und man will auch, das ist das der Wille, der nicht mehr aus der Person kommt, sondern man folgt dem göttlichen Willen. Das kann man erst verstehen, wenn man
in der Liebe ist, weil man dann merkt, dass in der Liebe ein Angebot liegt und dass mein Wille sich auf das Göttliche übertragen lässt. Also das heißt, ich lege ihn in Frieden in Gott. Da ist nicht mehr ich will, sondern ich bin im Grunde von diesem Willen, der nach außen geht, der überhaupt etwas will, befreit. Das kommt aber durch die Liebe zum Göttlichen. Und das wiederum eröffnet einem den Weg, in allem das Göttliche zu sehen. Und daher ist immer die Frage, ist das ein Plan? Ich glaube, es gibt eben diese Ordnung, diese eine Ordnung. Wir haben alle ein Streben nach Licht in uns, ein Streben nach Liebe, weil wir aus der Liebe kommen, weil wir alle geistige Wesen sind. Eben wie gesagt, haben wir mal in einem anderen Interview besprochen, wir stammen nicht vom Affen ab. Wir sind geistige Wesen in einem Körper und wir finden durch das Erkennen darüber, wer wir sind, nämlich geistige Wesen, Seele, auch unsere eigentliche Mission, das Göttliche hier zur Erde zu bringen oder wo auch immer man gerade in diesem All ist. Machen wir mal einen kleinen Schritt nach oben und betrachten wir uns das Ganze mal. Wie sieht's aus? Machst du nicht ab und zu gerne mal einen Spaziergang oder eine kleine Radtour oder sowas? Dann startest du zu Hause, richtig? Du hast die Idee, du hast die Lust dazu, du fühlst das, oh ja, das mache ich, dann fahre ich da vorbei und dann mache ich das, dann trinke ich da einen Kaffee und dann gucke ich mir das an und dann komme ich wieder zurück. So, und genau das Gleiche, das haben wir als Seele gemacht, als wir gesehen haben, hey, wir können diesen Inkarnationsweg gehen und dabei können wir lernen und erfahren. Und da haben wir gesagt, ja, wir kommen eh wieder nach Hause zurück. Das mache ich jetzt. Und da es im Universum in Anführungsstrichen keine Zeit gibt, wir leben ja ewig, haben wir gesagt, ja, Kleinigkeit, machen wir mal ebenso, nebenbei. Und jetzt sind wir halt hier mittendrin. Und da ist es wichtig, genau das anzunehmen. Und dann den Weg zu erkennen und dann ihn so zu gehen, wie Boris das gerade so schön erklärt hat. Schauen wir nochmal auf die Fragen. Also wir wissen jetzt, es gibt quasi einen Plan. Es gibt den göttlichen Willen. Und jetzt ist der nächste Punkt, wie kann ich mich damit synchronisieren? Und das hat Boris ja eben schon sehr gut angesprochen, wie man sich damit synchronisieren kann, indem man das nämlich dann fühlt. Man fühlt immer deutlicher, das ist es jetzt wirklich nicht, wenn ich das mache. Oder, oh nee, das fühlt sich gut an. Das ist jetzt der Weg, den gehe ich jetzt. So, und jetzt ist die nächste Frage, wie finde ich jetzt meine Aufgabe darin? Das Fühlen ist ja schon ganz gut, aber jetzt geht es ja darum, was kann man machen? So wie ich mache das mit den Videos, weil ich fühle, das ist mein Weg, dieses Wissen zum Beispiel von Boris in die Welt zu bringen und auch von meinen ganzen anderen lieben Gästen. Aber du willst ja wissen, was dein Ding ist. Boris, wie können wir jetzt den Menschen helfen, dass jetzt jeder für sich mal so erkennen kann, was sein Ding ist. Weil normalerweise braucht man ja nur reinzufühlen, was macht mir so richtig Freude, was bringt mir Erfüllung. Dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Ja. Das mit dem Willen finde ich jetzt nochmal wichtig. Also man muss ja unterscheiden zwischen Wille und Entscheidungen. Oh ja. Und wir können immer wieder entscheiden und schauen wir es mal so an, wenn unser menschlicher Wille beeinflusst ist, ich nenne das immer gebunden ist, an das Ego gebunden, also an die Person. Zum Beispiel, wenn man Mangel erlebt hat, dann will man automatisch mehr. Also man kompensiert dann den Mangel. Oder wenn man Leid erlebt hat, dann verändert sich der menschliche Wille. Das ist anders, als wenn man nicht im Leid ist, wenn man in der Gelöstheit ist, also wenn man nicht mehr im Ego ist, dann ist der Wille befreit, weil ich ja dann erkenne, dass Gott, die liebende Gegenwart, als geistige Kraft überall ist. Sie ist in mir, sie ist im Nächsten, sie ist überall. Mein Wille wird ruhig. Wir Menschen wollen ja noch sehr viel. Und das kommt zumeist oder überhaupt
aus der Ferne zu sich selbst, weil man eben etwas kompensieren möchte. Man hat das Gefühl, man hat zu wenig Liebe, also muss ich und will ich ja etwas machen. Und manchmal und meistens sucht man ja dann diese Liebe mehr im Außen. Man will dann geliebt werden von anderen. Aber wenn man die Liebe ja in sich spürt, dann will man das gar nicht mehr. Also hat sich der Wille beruhigt. Das ist dann der sogenannte für mich der befreite Wille. Er ist gelöst vom Ego. Solange wir also noch von unserem Ego her gesteuert sind, sind auch unsere Entscheidungen vorgegeben. Das ist wichtig zu verstehen. Und wenn der Wille befreit ist, dann legen wir den Willen in die Liebe. Ich habe zum Beispiel, besonders in meiner Zeit der Stille, ist mir das aufgefallen, wie ich als erst am Anfang der Stille als leidender Mensch, der jetzt keine Ablenkung mehr erlebt hat, weil ich mich ja damals zurückgezogen hatte, habe ich einfach viel Traurigkeit erlebt, weil dieser Wille, die Bereitschaft meiner Person nach außen zu gehen und sich über das äußere Leben zu erleben, nicht mehr stattgefunden hat. Also diese Lücke, die entstanden ist, hat mich leiden lassen, hat Traurigkeit erzeugt und so weiter. Auch Frust natürlich. Und wenn man aber da weitergeht und die Person oder sich selber mal fragt, ja, warum leide ich eigentlich? Was fehlt mir denn? Was sollen mir denn andere geben? Dann sehe ich, wie stark mein Wille gesteuert ist, wie groß meine Erwartungshaltung ist. Deswegen sagt man ja auch, erwarte nicht. Ist aber noch schwierig, gerade wenn man in dieser Petrouille ist, dass das Ego so stark ist, weil es vielleicht eben leidet. Und lösen wir uns aus dieser Befangenheit von unserem Ego und lernen wir, uns selber glücklich zu machen, indem wir etwas machen, wie du gesagt hast, woran wir Freude erleben. Und das muss man tatsächlich auch herausfinden, wie man sich glücklich macht. Damals hat mir mein geistiger Führer gesagt, mach dich selbst glücklich. Und dann habe ich mich ja gefragt, wie mache ich das? Und ein guter Hinweis ist, Kreativität, das, was man gerne macht. Damals wusste ich ja nicht, dass ich malen kann. Ich habe dann angefangen zu malen und habe dabei so viel Freude erlebt. Dann hat man aber noch Einsamkeit, ja, wenn man alleine ist. Da muss man auch erst noch durchgehen. Und auch dort ist der Wille noch an das Menschliche gebunden, weil das Ego sagt, ja, aber du kannst doch nicht immer alleine sein. Brauchst du soziale Kontakte und außerdem willst du doch auch mal mit jemandem sprechen oder brauchst auch mal eine Berührung oder zärtliche Umarmung. Und davon ausgehend, das ist so komplex, dass dieses Ego, das hat sich so gut hier auf der Erde und in dieser polaren Welt von Mangel und Fülle, also in dieser polaren Welt von Haben und Nichthaben etabliert, das ist unsere Entscheidungen steuert. Und jetzt passiert einfach das Gegenteil, wenn wir uns für die Liebe öffnen. Dann gehen wir durch diese Erfahrungen hindurch. Also wir willigen ein und sagen, ich lass los. Ich lasse das jetzt los, ich stehe das durch. Das ist die sogenannte Feuereinweihung. Das zu ertragen, das ist wirklich ein Verbrennen. Das ist sozusagen die Hölle. Ja, wirklich, da geht man durch die Hölle. Und dann, wenn du da durchgegangen bist und entbehrt hast, wobei ich jetzt hier nicht sagen will, jeder soll jetzt den Weg der Entbehrung gehen, sage ich nicht, aber ich habe das einfach erlebt. Wenn du da durchgegangen bist, dann fällt diese Willensneigung ab, nach außen zu gehen. Du hast es gar nicht mehr. Das ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, dass der Wille sich verändert. Der ist nicht mehr nach außen gerichtet, sondern er wird ruhig. Er wird ganz ruhig. Und es wird in einem selbst ganz still und ruhig. Und dann ist man im Grunde erst auch dafür bereit, den Weg mit Gott zu gehen. Weil sonst will man ja immer außen etwas generieren, eben Energie und man inszeniert und das Leben sorgt ja auch dafür, dass das möglich ist. Und wie will man das einem Menschen sagen, der
der noch nicht diese Liebe in sich kennt, der wird sagen, bist du verrückt? Und er wird sagen, das ist sicherlich nicht der Weg zu Gott. Und das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber solange unser persönlicher Wille den Ton angibt, gibt es eh keinen Weg zu Gott. Dann ist das der Weg der Person, der zugelassen wird. Aber das, auch das ist nochmal in der göttlichen Ordnung. Die göttliche Ordnung lässt das geschehen. Auch das Leid ist wichtig, weil das Leid uns verfeinert. Es macht uns ganz tiefsinnig. Es macht uns tief. Es lässt wirklich auch uns viel mehr spüren. Und das sind die Schritte, die einfach dem Ganzen vorausgehen, was mit Wille zu tun hat. Und der nächste ist, dass wir die Liebe kennenlernen. Wie lernen wir die Liebe kennen? Und für mich war das der Weg über die Gebete. Gebete sind die direkte Ansprache an das Göttliche. Dabei kommt es nicht so darauf an, was wir sagen, als vielmehr, dass wir das Göttliche anerkennen. Dass ich sage, ihr kennt entweder das Göttliche in mir an, wie Jesus sagte, Gott ist Geist, der Vater ist inwendig, hat Jesus gesagt. Aber ich würde einfach sagen, Gott ist inwendig. Und je mehr wir die Liebe in uns ansprechen und das Göttliche in uns anerkennen und auch im Nächsten anerkennen und überall, öffnen wir ja unser Herz für die Allgegenwart. Dann öffnen wir uns auch für die Liebe. Und wir folgen nicht immer gleich dem ersten egoistischen Impuls, der sagt, ach lass das, mach lieber das, da hast du mehr davon oder es bringt eh alles nichts. Nein, du bleibst dabei, du lernst zu beten. Und wenn du gelernt hast zu beten, dann übst du ja auch Hingabe. Innige Hingabe, direkte Ansprache an das Göttliche, die Verehrung der göttlichen Gegenwart, der liebenden Quelle. Das lernen wir auf dem Weg. Und dabei lösen wir uns von dem Ego. Und wir sind so ruhig, der Wille wird so ruhig, dass der nicht ein Wille ist, der sagt, mach dies oder jenes. Nein, wir sind ganz still und wir spüren und wir empfangen aus uns selbst. Das ist der Weg, sagt es in dir. Das ist für dich. Und dann bekommen wir die Geschenke. Da ist kein Wille. Wir können das vielleicht auch missverstehen und sagen, ja, bin ich denn dann willenlos? Man erwacht aus dem Schlaf und der Betäubung durch das Ego. Da ist ein stressiger Wille. Und in diesem Erwachen erkennen wir, dass wie in einer Schale ist unsere Energie, unsere Wille, Willensenergie, und die legen wir in das Göttliche. Das heißt, in einem Gebet spüren wir so eine Nähe und Liebe zu dieser allgegenwärtigen Göttlichkeit, dass wir nur noch ihr folgen wollen. Da ist nicht mehr, ich will das aber so und so. Nein, Gott, da kommt erst der Punkt, wo wir sagen, dein Wille geschehe. Dann verstehen wir das erst, was das wirklich bedeutet. Und dann übergeben wir uns auch Gott. Einer meiner Worte in dieser Stille war, als ich dann durch die schlimmste Zeit hindurchgegangen bin, am Morgen, Gott, sag du, was ich tue. Das habe ich mir jeden Morgen gesagt. Und wenn ich es nicht empfangen habe, bin ich still geblieben. Dann habe ich gebetet, meditiert und auf einmal habe ich erkannt, das steht wirklich an. Sagen wir, ich hätte jetzt dafür 2 Stunden gebraucht. Manchmal war es auch länger. Aber in diesen 2 Stunden, wenn ich jetzt nicht gebetet hätte, dann hätte ich ja irgendwas gemacht. Dann hätte mein Ego diese Lücke irgendwie durch eine Inszenierung ausgefüllt. Und das passiert, wenn man sich der göttlichen Liebe öffnet. Man steht diese Lücke durch, weil man keine Angst mehr vor der Einsamkeit hat, weil man auch keine Angst mehr vor dem Leiden hat, weil man weiß, Gott kommt, wann Gott kommen will. Also sind wir demütig geworden. Und dann bekommt man irgendwann eine ganz klare Richtung angegeben. Jeder wird das auf seine Weise kennenlernen.
Und dann leben wir in der göttlichen Ordnung. Und dann werden wir auch erkennen, ah, das hätte ich ja alles auch tun können. Ich hätte auch der Einladung nachgehen können, dies und jenem. Aber das war nicht das, was vollkommen aus der Quelle Gottes kam. Das hätte Gott aber zugelassen. Denn ich kann entscheiden, für was ich mich entscheide. Wenn mein Wille also nicht befreit ist, sondern immer noch ans Menschliche gebunden ist, dann folge ich all diesen äußeren Stimmen. Und da kommen eben viele Stimmen an unsere Ohren. Und wenn man da durch ist, durch Gebet, das war ja die eigentliche Frage, wie kommt man dahin? In diesen Willen, den man dem Göttlichen übergibt, also in den beruhigten Willen, in den Frieden, nur über Gebet. Und Gebet gibt uns eine Aura, die einem spüren lässt, dass das Göttliche total nah ist. Das ist dann nicht ein Gott im Kopf. Das ist Gott überall. Da ist eine echte Nähe. Und man spürt das auch. Und man spürt auch, wenn man davon abweicht. Und dann merkt man, ah, jetzt kommt wieder mein Eigenwille rein. Aber man merkt das erst, wenn man so feinsinnig ist, so fein. Dann spürt man das. Und wenn da noch ganz viel Trubel in einem selbst ist, dann spürt man das einfach alles gar nicht. Dann spürt man ja auch nicht, dass man ein geistiges Wesen ist. Dann sieht man sich nur als Mensch und sieht sich immer mit der Frage konfrontiert, schaffe ich das überhaupt? Man liest x Bücher und denkt, ja, die haben es geschafft, schaffe ich es überhaupt? Jeder kann das, weil jeder aus Gott kommt. Also kann das, kann seinen Willen überwinden. Und der Friede in Gott ist der Weg, der ganz klar sagt, das ist zu tun und das ist nicht zu tun. Und dabei spürt man die Liebe und die totale Verbindung. Und wie gesagt, über das Gebet. Und dabei helfen uns natürlich auch geistige Wesen. Also zum Beispiel Engel helfen uns. Wir haben Engel sehr geholfen. Helfen auch heute noch. Jesus ist für mich wichtig, Maria. Maria erscheint ja jetzt auch gerade in den letzten Jahrzehnten so vielen Menschen, Seherkindern, weil die Menschen wieder daran erinnert werden sollen, zu beten. Schau mal, wir leben ja ein gesellschaftliches Leben und meinen ja, wir brauchen Gott nicht. Gott lässt das alles zu. Aber es gibt so viele Menschen, die haben eine echte Sehnsucht nach wahrer Liebe. Die brauchen auch nicht diese vielen Vorschriften, sondern sie wollen die Liebe leben. Und deswegen wird auch über Maria zum Beispiel ganz stark das Beten an uns herangetragen. Das ist vielleicht mal ein anderes Video, das wir machen können. Aber nur mal das am Rande erwähnt, wenden wir uns an diese wundervollen, lichtvollen, göttlichen Wesen, und bitten wir sie um Unterstützung, dann spüren wir diese Kraft in der Aura. Das kann ich jedem empfehlen. Die nächste Frage ging jetzt nach dem ersten Schritt, den man in diese Richtung eben gehen kann. Und ich kann diese Frage ganz schnell und einfach beantworten. Genau diesen ersten Schritt bist du mit dieser Frage gegangen, weil du dich geöffnet hast und du willst es jetzt wissen. Und du hast uns die Frage gestellt und Boris und ich, wir hoffen natürlich jetzt, dass wir dir damit jetzt schon ganz viel mit an die Hand geben konnten. Jetzt fällt mir aber gerade noch eine andere Frage einer lieben Zuschauerin ein. Die hat nämlich schlicht und ergreifend gefragt, ja, wie meinst du das denn, Boris, mit dem Beten? Muss ich mich jetzt so hinsetzen die ganze Zeit und muss dann immer sagen, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott? Oder wie machst du das? Was sagst du? Welche Gebete nimmst du? Oder nimmst du überhaupt fertige Gebete? Was machst du? Wie machst du das? Man kann das eigentlich machen, wie man will. Also wirklich, das macht im Grunde die Haltung, ja, von alleine. Also die Haltung, die ich dem Göttlichen gegenüber habe, ist eine geistige Kraft, die tatsächlich meine körperliche Haltung formt. Ja, ist wirklich so. Manchmal macht es so bei mir, manchmal öffnet es meine Hände, es bewegt mich, ich gucke manchmal nach oben. Das übernimmt mich einfach. Was entscheidend ist, ist nicht diese Form, die ich hier rausbilde, sondern ist
Wo sehe ich Gott? Und wie spreche ich Gott an? Es kommt nicht mal so darauf an, was ich sage, sondern vielmehr, dass ich es ernst meine. Dass es mir wirklich ernst ist, dass ich sage, ja, auch natürlich würdig, nicht Gott, mach mal. Ja, wie ich das schon auch manchmal gehört habe, an einigen, die dann meinen, ja, Gott müsse parieren, sondern ja, ist wirklich, also es gibt da wirklich Leute, die sind erzürnt gegen Gott. Gott hat mich verlassen, jetzt kann Gott mal machen. Und so, das ist eine ganz wesentliche Haltung, die wir Gott gegenüber haben oder einnehmen sollen. Und die sollte liebevoll sein, denn Gott ist Liebe. Und Menschen, die Gott ablehnen und eben keine dieser entsprechenden würdevollen Haltung haben, die haben sich mit Gott nicht ausgesöhnt. Und das ist wichtig, dass diese Grundlage gegeben ist. Und von mir kann ich sagen, bis zum Alter vielleicht 23, bevor ich dann in die Stille gegangen bin, habe ich mich mit Gott nicht in der Form verbunden gefühlt. Das hat aber auch mit der Kirche zu tun gehabt. Ich war ja nicht in der Kirche, aber ich bin ja aus der Kirche früh ausgetreten. Aber dort habe ich nicht diese Nähe zu Gott gefunden. Und konnte auch das Wort Gott nicht wirklich aussprechen. Ich habe das nicht als Liebe empfunden. Aber durch die geistige Welt, die gesagt hat, Gott ist Liebe, habe ich angefangen, dieses Wort auszusprechen, bis dieses Wort für mich nur noch Liebe ist und Liebe bezeugt. Bis einfach nur mein Gebet eine Verehrung Gottes ist, ein Anerkennen Gottes und ein Wunsch an Gott gerichtet, dass mir aus dieser ehrlichen, aufrichtigen Ansprache an das Göttliche auch eine Antwort gegeben wird, die mir hilft, zu mir selbst zu finden. Und gerade dann, wenn man Probleme hat, oder wenn man seine Bestimmung nicht kennt und sagt, ja, wie finde ich denn meine Bestimmung? Man findet sie eigentlich nur, wenn man in Gott geht. Weil Bestimmung kommt aus Gott. Wir wollen vieles haben oder vieles können, ohne in Gott zu sein. Dabei kommt das alles, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Also an allererster Stelle Gott. Und alles andere kommt von selbst danach. Wenn man danach lebt, dann wird man sehen, dass es so ist. Und für viele, ja, ist das ja dann schwierig, weil genau dieser äußere Wille vorherrscht, der dann eben nicht erst Gott will, sondern der erst etwas im Leben haben will, um dann zu Gott gehen zu können. Und das glaubt der Mensch ja zumindest. Aber es ist nicht so, das liegt alles in Gottes Hand. Die Macht liegt nur bei Gott. Wenden wir uns mit ganzer Liebe an Gott, nehmen wir auch alles an. Und die Stärke, die aus dieser Verbindung zum Göttlichen kommt, lässt uns das Göttliche in allen Menschen sehen, sodass wir gar nicht mehr gegen einen Menschen handeln können. Wir können niemandem wehtun. Man kann nicht mal mehr, ja, man kann nämlich überhaupt gar niemandem wehtun. Nicht mehr mal mit der Fliegenklatsche, ne? Ja, man bekommt einfach Konflikte. Ich sag's mal so, was vorher alles irgend für ein, worüber man gar nicht nachgedacht hat. Man verändert sich. Das heißt, dass aber auch für die Veränderung immer auch ein Weg aufgetan wird. Man wird, wenn man betet und sich mit der göttlichen Liebe verbindet und mit diesen hohen göttlichen Lichtwesen, dann verändert das Leben. Also jeder Mensch, der in irgendeiner Form in Not ist, dem bleibt auch gar nichts anderes übrig, sich Gott zu öffnen oder Gott abzulehnen. Es gibt dann nur noch diese beiden Wege. Deine Bestimmung ist einer der Schlüssel, nach denen du gefragt hast. Und deine Bestimmung ist sehr eng verknüpft mit deiner Gabe. Und wenn du deine Gabe lebst, dann empfindest du Freude. Das, was wir ja vorhin ganz kurz schon angesprochen haben. Und ich finde das sehr interessant, denn eben macht es bei mir wieder mal klick, klick, klick im Kopf. Du kennst das schon. Ich habe die ganzen letzten Tage nämlich etwas gemacht, was mir riesengroße Freude gemacht hat.
Und was mir auch noch Freude macht, denn es ist bald fertig, das ist ein Film. Und dieser Film, und jetzt halte ich gut fest, der heißt Der Seelenweg, die Gabe. Das finde ich jetzt irgendwie passend. Das hat so lange gedauert, diese ganze Vorbereitung. Und der ist jetzt in den letzten Zügen und wird halt demnächst erscheinen. Da habe ich meine Gabe gelebt. Und ich hatte riesengroße Freude daran und habe ich auch jetzt noch, diesen Film fertig zu machen. Daran erkenne ich auch für mich selber, das ist mein Seelenweg, weil ich meiner Bestimmung damit folge. Und so darfst du jetzt auch mal in dich gehen und herausfinden, was ist denn deine Gabe, deine Begabung und somit auch deine Bestimmung, um hier auf Erden zu wirken. Und dann guck dir das Video jetzt nochmal von vorne an, weil das hat Boris wunderbar erklärt, diesen Weg, wie du nämlich genau dahin kommst. Boris, hast du abschließend dazu noch einen Hinweis? Ja, es lohnt sich, also das Beten lernen. Man muss nicht ein Gebet auswendig lernen, das war ja auch die Frage, sondern einfach aus seinem Herzen heraus sprechen. Das ist ganz wichtig und vor allem seiner Intuition folgen, wenn es ums Beten geht. Man darf auch die Engel der Gebetsebene darum bitten, dass sie einen inspirieren. Und dann sollte man den Raum, in dem man betet, auch entsprechend vorbereiten. Also eine Blume, bestenfalls eine Kerze, dafür sorgen, dass das Telefon nicht klingelt, sich einen guten Platz einrichten. Das ist wirklich der Gebetsplatz. Und dann sollte man das unbedingt regelmäßig machen. Beten regelmäßig und man wird auch feststellen, dass man irgendwann nicht einfach immer, also dass man nicht immer sagt, ich will Liebe, ich bitte um Liebe, ich bitte um das Problem, dass mir das genommen wird, sondern ich bitte um Erkenntnis, um Einsicht. Das ist eben beim Gebet total wichtig. Einsicht, was trage ich selbst dazu bei, dass meine Situation so ist. Aber vielleicht noch, um es nicht mit irgendwelchen offenen Fragen zurückzulassen, nicht jeder Mensch, der leidet, macht etwas falsch. Sondern manchmal ist das einfach auch der Weg, der gegeben ist, weil genau die schwierigen Situationen uns am besten reifen lassen. Und die hören dann auch auf. Irgendwann hat man dann durch diesen Weg, den man einwilligt, den man angenommen hat und in Liebe annimmt, hat man die Lektion erfüllt und hat eine Tiefe erlangt, die einen dann für die Bestimmung, für die Aufgabe befähigt, die dann kommt. Und darauf muss man einfach vertrauen. Man muss wirklich Vertrauen haben, dass wir immer gesehen werden. Das finde ich total wichtig. Und dann auch die geistige Welt um eine bestimmte Zeit einladen, wenn man betet, sie unterstützen die Gebete. Man sollte unbedingt die Uhrzeit einhalten und auch für andere beten, also zum Beispiel für die Welt. Weil das macht es nämlich einfacher, wenn man dann nach seinem Gebet rausgeht, dann sieht man die Welt, für die man gebetet hat. Dann ist man mehr in der Liebe auch mit der Welt. Also das sind jetzt nur schnell mal so ein paar Hinweise, die ich selber so anwende und auf, ja, noch einen kleinen Hinweis. Manchmal geht es einem vielleicht nicht gut. Man hat, sagen wir mal, so wie ich das besonders kannte, hatte ich so einen Schmerz gehabt in mir, wusste nicht, was los ist, hat mir einfach alles wehgetan, so ein, ja, ein Schmerz. Nicht ein körperlicher Schmerz, aber der hat sich schon körperlich ausgeprägt. Und das war eigentlich Angst. Und dann habe ich mich hingesetzt, bis ich das mal irgendwann erkannt habe, dann habe ich mich hingesetzt, habe gebetet und auf einmal kam Energie. Dann ging der Schmerz weg und auf einmal fiel die Last ab. Und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich mich zu weit von mir selbst entferne, wird der Schmerz größer. Und so habe ich ja gelernt, auf mich zu achten. Und die Impulse, ich wollte sagen, die Impulse beachten, die man am Tag bekommt, auch wenn man jetzt gesagt hat, ich meditiere oder bete um 19 Uhr, wenn man vorher den Impuls bekommt, dann sollte man das natürlich auch machen. Und in dem Sinne wünschen wir dir jetzt ganz viel Erfolg dabei.
Bin mal gespannt, was du so in die Kommentare schreibst, wie du das dann für dich empfunden hast und was du vielleicht sogar für eine Gabe für dich entdeckt hast und wie dein Weg dann weitergegangen ist. Und in dem Sinne, unsere Gabe lebend, Boris und ich, dir vorlebend, dass du dir einfach ein Beispiel daran nehmen kannst und sagst, ja, tschakka, ich mache das jetzt auch und ich erkenne das jetzt, das und das und das ist meine Gabe und das mache ich jetzt. Geh deinen Weg, aber, und jetzt kommt das ganz Wichtige, mach dir keinen Druck. Wozu? Mach es so, wie es sich für dich gut und stimmig anfühlt. Und zum Meditieren und zum Beten brauchst du ja sowieso genug Zeit. Da kannst du das auch ganz in Ruhe machen und in der Stille. Und in diesem Sinne senden der Boris aus der Schweiz und ich hier aus dem Norden von Deutschland dir wieder von ganzem Herzen alles Liebe.